sind jetzt in der Ortenau. Das ist am Rande des Schwarzwalds bei Offenburg. Und zwar sind wir genau in Kehl. Ja, Offenburg ist ein Stückchen entfernt. Nee, nicht weit. Naja, ein paar Kilometer. Also auf jeden Fall, wir stehen in Kehl. Ja. Kehl ist direkt an der Grenze zu Frankreich. Genau, und da fährt sogar Straßenbahn von Kehl nach Straßburg. Und wir sind jetzt da, noch auf der deutschen Seite natürlich. Da bleiben wir auch. Wir bleiben da auch, ja. Virus ist ja in Frankreich noch etwas aktiver als in Deutschland. Aber wir machen jetzt gleich eine kleine Fahrradtour. Wollen euch aber mal erst kurz den Stellplatz zeigen. Denn da ist ein gut ausgebauter Stellplatz, kann man sagen, Rosi? Ja? Ja, es ist also alles vorhanden, was man braucht. Ja, Stromsäulen sind da für diejenigen, die es haben wollen. Wir brauchen Sonne, die ist im Moment nicht da. Ja, sie spitzelt. Also es ist noch etwas neblig oder diesig, aber sie kommt wahrscheinlich noch ein bisschen fester und durch. Kann sie halt nicht buchen, die Sonne, ne? Nein, das geht halt leider nicht. Aber wir fahren jetzt eh vor und ein bisschen lädt es schon nach. Also Versorgung ist alles vorhanden. Und es passen wohl so um die 40 Womos daher. Liegt schön am Stadtrand in der Nähe vom Rhein. Wir zeigen euch jetzt da auch gleich ein bisschen was. Und kostet 8 Euro am Tag. Ja. Das ist doch ganz okay, oder? Ja, und Fähr- und Entsorgung ist alles vorhanden. Und Mülleimer gibt es auch. Na also. Ja, und das finde ich ja auch immer ganz praktisch. Ja, und da verlassen wir jetzt den Stellplatz und fahren ein bisschen an den Rhein runter. Ja. Also, los geht's. Es ist zwar frisch, aber ich habe Handschuhe dabei. Gut. Also fahren wir, komm, auf geht's. Jo. Stufen und 44 Meter ist der Weißtannenturm hoch. Und von hier aus hat man einen wunderbaren Blick über Kehl rüber nach Straßburg. Jawohl, man sieht die Eisenbahnbrücke, man sieht die Europabrücke, man sieht das Straßenbändchen dran. Kann man natürlich die Kamera aus, wenn er gefahren ist. Ja. Immer wenn Action ist, ist die Kamera aus. Und der ist wohl der Turm. Es sind lauter Spendertafeln von einzelnen Bürgern, von Ärzten, von Vereinen und von Unternehmen. Ja, und Einzelbürger einfach. Ja, Sache von Bürgern. Ja. Und da ist der wohl finanziert worden, so sieht es aus. Und wie gesagt, schöner Aussichtspunkt. Man sieht also sogar den Gustl von hier aus. Ja, ich habe es gefilmt, mal schauen, ob es was worden ist. Bestimmt. Kann das sein, dass der Turm wackelt, weil jetzt diese Mädchen, da waren jetzt eine Gruppe von Mädchen hier die gehen gerade runter und ich habe das Gefühl, das wackelt. Das hast du nicht nur das Gefühl, sondern das wackelt definitiv. Aber ich hoffe, der Turm überlebt noch, bis wir da rausgehen. Dann, nach uns ist in Flut, oder? Ja, lieber nicht. Nach uns der Zusammenbruch. Es sind noch andere Menschen, die diesen Ausblick genießen. Oh ja, gut. Sind wir mal nicht so. Genau. Ja, jetzt zeigen wir euch noch ein paar Bilder. Ich schaue mal, ob es mir gelingt, die Drohne noch ein wenig hochzukriegen. Genau. Das ist ein bisschen eng und da stehen so viele Bäume herum, Stämme. Fällt schon wieder das Herz in den Schoß, ja. Und es ist für mich immer schwierig, dann eine Frau, die im Hintergrund zittert, dass ich dann ruhig die Hand bewahre. Ich gehe am besten auf die andere Seite. Also schaut euch die Bilder an, die Drohne steigt. Na, mein Vater. Okay, machen wir.
Also der Stellplatz liegt hier direkt fußläufig an einem wunderschönen Park mit schönen Häusern, Wohnhäusern, also eine bessere Gegend. Und man kann hier, die Kinder können hier einen Spielplatz nutzen. Man kann auch wunderschön Rad fahren und spazieren gehen. Und wir fahren jetzt mit Rad zur Europabrücke. Und schauen wir, vielleicht sehen wir Straßenbahn nach Straßburg. So schnell geht's. Wir wollten gar nicht nach Frankreich, das ist ja Risikogebiet. Oh ja, hoffentlich müssen wir jetzt in Quarantäne. Oh Gott! Nein, keine Sorge, wir stecken niemanden an, wir sehen keine Menschen, die Autos fahren nur an uns vorbei. Ja, und eigentlich, ich weiß nicht, ob wir schon in Frankreich sind, weil natürlich. Das ist hinten dran. Der Rhein-Mitte ist die Grenze, also Ursi. Das okay. Kannst du überall nachschauen. Das ist französisches Hoheitsgebiet, wo wir stehen. Also jetzt entfliehe mal dem Virus und fahre ganz schnell wieder nach Deutschland. Aber ganz schnell. Nicht, dass der Franzose kommt und uns ansteckt. Aber abgesehen davon, auf den Turm waren Franzosen, am Stellplatz sind Franzosen. Also Kehl ist gemischt mit Deutschen und Franzosen. Ja, ist schon ganz klar. Ist ja logisch. Also fahren wir wieder rüber. Jawohl. Auf die vermeintlich sicherere Seite. Noch. Also Frankreich hat im Moment so 30.000 Infizierte am Tag und wir brauchen halt nur einen Monat und dann haben wir es auch wahrscheinlich. Ja, hoffen wir nicht. Also fahren wir wieder rüber, ja. Oder? Ja, also genau. Bis jetzt. Wir haben ja die Fahrräder jetzt das erste Wochenende und ich muss sagen, da ist deutlich mehr Power dahinter als bei unseren alten. Das merkt man schon beim ganz normalen Fahren. Ich falle schon wieder fast runter. Und was vor allen Dingen ganz ideal ist, das ist die Federung. Also ich merke, dass wir fahren jetzt auf so einen Hummelweg und es ist viel angenehmer zu fahren, wenn hier nachgefedert wird. So, und schon geht es wieder zurück nach Deutschland. Und sie ist auch da. Wir möchten uns über den Zustand der Europäischen Union, was über die Europäische Union? Und über restliche Europa jetzt hier nicht auslassen, schon gar nicht politisch. Wir können auf jeden Fall sagen, der Radweg auf der Europabrücke ist in einem erbärmlichen Zustand. Ja, nur Holper. Zum Glück haben wir Federung. Sonst hätten wir jetzt kein Kreuz mehr. Genau, da kommt die Straßenbahn übrigens. Siehst du, man muss bloß ein bisschen Geduld haben, dann sieht man das. Ja, man kann ja Stunden stehen. Okay, haben wir sie gesehen.
So, da stehen wir schon wieder an der Rheinbrücke. Und da sieht man nochmal auf die Europabrücke rüber. Die Brücke hat auch einen Namen, aber den kennen wir nicht. Oder kennst du den Namen, Ursi? Nein, ist aber wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Nein, aber eine schöne Brücke für Radfahrer und für Fußgänger. Ja, und die ist sogar ohne Schlaglöcher. Ja, genau. Also ich kann man Europa schon reparieren. Wir fahren nochmal nach Frankreich rüber. Nach Corona. Nein, jetzt fahren wir nochmal nach Frankreich. Ach so. Weiß ich nicht, ob das dazu gehört oder Ed. Ah ja, okay. Fahren wir mal einfach. Ursi. Wir fahren. Ursi, die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich ist in der Mitte vom Rhein. Und wo stehen wir? In der Mitte vom Rhein. An der Grenze? Und wenn wir auf die andere Seite fahren, wo sind wir dann? Manchmal zwar schon sagen, Frankreich. Bei den Frauen muss man das halt immer wieder mal sagen. Helle freut sich doch. Okay, fahren wir. Ja. Diese Mauer hier noch aus den alten Verbarrikadierungen kommt, denn das ist ja selbsterklärend, dass Kehl, also wir sind jetzt auf der französischen Seite, in Straßburg, dass Kehl mehrmals gewechselt hat zwischen Frankreich und zwischen Deutschland. Und am heftigsten war wohl Ludwig XIV., der hat Kehl besetzt und seine Festungsanlage ausgebaut. Und danach ist es wieder zurück nach Deutschland gekommen und das hat er natürlich auch im Zweiten Weltkrieg und alles gewechselt. Und ob das jetzt eine alte Mauer ist, doch aus der Wehrzeit, das wissen wir nicht. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil wir sind jetzt hier im wunderschönen Park. Ja, herrlich, hier am Rhein. Und auf der anderen Seite ist... Was vom Rhein? Ja. Von der Seite. Ja, Kehl, auch ein wunderschöner Park. Deutschland. Ja, auch ein wunderschöner Park. Beidseitig ein ganz toller Park. Ja, so, jetzt fahren wir wieder nach Deutschland. Das müssen wir uns anstecken. Am Grünzeug, ja. Wir haben jetzt ein kurzes Wochenende verbracht, ja. Waren einen Tag bei etwas Regen in Konstanz, wo wir ja ein bisschen nicht so gutes Wetter gehabt haben, wo wir aber mehr beruflich als privat waren. Dann waren wir am Rhein etwas südlich von uns in Neuried, und jetzt waren wir noch einen Tag in Kehl und man muss sagen, es hat sich gelohnt, es war ein erholsamer Ausflug. Kehl ist ein sehr schönes Städtchen und wenn ihr hierher kommt, da könnt ihr auch noch Offenburg besichtigen. Obwohl von Kehl haben, also wir waren ja nicht in der Innenstadt von Kehl, aber nein, am Rhein entlang und das ist wunderschön. Ja, und wir haben auch gesagt, wir kommen auf jeden Fall wieder, wenn dieses blöde Virus weg ist, denn wir wollen uns ja auch Straßburg noch anschauen und so wie wir das jetzt gesehen haben mit dem Fahrrad von dem Stellplatz aus, ganz ideal. Ja. Genau. Und 8 Euro, da kann man wirklich nichts sagen. Also es gibt auch einen Waldparkplatz, wo man gut stehen könnte, aber das braucht man nicht machen. Man muss nicht mit aller Gewalt freistehen, wenn so ein toller Stellplatz angeboten wird, ist unsere Meinung, oder, Ossi? Ja, klar. Manche Entsorgung, End- und Versorgung. Also uns hat es gefallen und wir verabschieden uns jetzt. Wir hoffen, auch der Ausflug, der kleine Ausflug hat euch auch gefallen. Wir melden uns wieder. Sagen wir jetzt einfach Tschüss. Wenn du vergisst den Daumen nicht. Obligatorisch. Einfach immer einen Daumen. Immer Daumen. Aber nach oben natürlich. Ja, ja, natürlich. Ja? Und auch nur, wenn es euch gefallen hat. Ja. Ciao. Also Tschüss.